Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate und wir spielen weiter die erste Weltkriegsmission. Und müssen hier gewisse Dokumente stehlen. Wir haben jetzt genügend Messer. Oh, wir haben eine Bitte. Deinen Schädel einschlagen. Ich glaube. Doch zur Abwechslung mal. Das war etwas dumm von mir. Aber. Ich darf diesen Kampf nicht gewinnen. Hey. Ich fürchte. Ach Mist, jetzt habe ich natürlich alle aufgeschreckt durch die Pistole. Na, komm schon. So. Die sind auch schön am Arbeiten. Gut, dann kann ich hier schon mal. Leute plündern. Jetzt ist es aber ein Problem. Ich frage mich, wo die Falschinformationen sind, die ich suche. Naja. Mal gucken. Ich muss ja jetzt noch einmal da unten die plündern. Das haben ja die Polizisten so freundlicherweise schon mal für mich gemacht. Die Ruckschlampe ist hier! Ja, den gar nicht nur annehmen. Richte ich mal lieber nicht hin. Boah! Wie geil war das denn? Ah, öffne die Kiste. Plünder mal das Zeug und falsche Informationen kann ich hier leider nicht unterschreiben. Wer sieht mich denn hier so stark? Ach, da jemand über mir. Interessiert keinen. Interessiert überhaupt keinen. You're stealing that? Jetzt habe ich zwar keine Ahnung, wo ich diese geheimen Unterlagen habe, aber egal, egal, egal. Einfach mal weglaufen. Und schön über die Dächer wie üblich. Also so langsam bei diesen hohen Dächern macht der nach der Enterhaken wirklich Sinn. Der lässt einen wirklich sich schneller durch die Gegend bewegen. So. Machen wir mal das direkt weiter. Ja. So schön über die unisolierten Leitungen laufen, ne? Wieso denn nicht?
kommen einmal hier hoch. Und da dran. Verbündete befreien, okay. Zack. Zack. Ist ja so schön, dass keiner das merkt, außer unsere, außer die ganzen Zivilisten. Einmal wieder nach oben. Ach, da ist noch ein Scharfschütze. Den kriege ich so hin. Habe ich auch so hinbekommen. Müssen wir nur ein bisschen abhauen. Ach, da müssen wir auch was stehlen. Gut, dann kümmer du dich mal um die beiden. Komm. Und jetzt noch. So. Oh ne, jetzt lauf doch nicht irgendwo hin. So. Wieso habe ich meine Verbündeten noch nicht befreit? Ich habe die doch... Haben die etwa irgendjemanden jetzt angegriffen oder so? Alles? Das wird der... Haltet sie! Du bist sofort! Oh, nett. Also, das Kuriyuki geht ganz schön ab. Muss man ja schon sagen. So, da unten müssen wir auch nochmal hin. Da ist nämlich eine Truhe. Und so, wir wollen immer alle Truhen haben. Ah ja. Wir sollten sie vielleicht auch noch ein bisschen befreien hier. Ich beschütze dich. Die beschützen uns. Hm? Ach komm schon. Spring einfach da hoch. So, und du, meine Liebe, kümmerst dich auch mal selber um die. Na? Hast du vielleicht noch was für mich? Wer war das? Du hast in Sünde gelebt.
Gut, gut. Töten die sich jetzt gegenseitig? Nein. Aber hier die beiden. Was haben wir denn hier? Euch beiden kann ich mal befreien. Nein, ich möchte euch befreien. Ich möchte nicht diesen Typen da haben. Du wirst uns keinen Ärger mehr machen. So. Ab nach oben mit uns. Und den letzten töten. Zack. Perfekt. Du bist jetzt so ein kleines Problem da vorne. Naja. Jetzt ist es kein Problem mehr. So, Gebiet aus dem Gebiet entkommen. Natürlich am besten schon direkt hier rüber. Dass wir nicht so viel laufen müssen. Und es läuft alles. Haha, es läuft alles. All unsere Bemühungen führten zu nichts. Im Jahr 2306 des ISO-Zeitalters traf die Sonne meine einst große Zivilisation mit voller Wucht. Ich perfektionierte die Arbeit von Konsus und machte sie mir zu eigen. Ich rettete die Essenz von Aitas Brillanz und fügte sie in die DNA eurer rebellischen Art ein. Ich überließ ihn einer unbekannten Zukunft, um wiedergeboren zu werden. Wieder und wieder. Ich kehrte zum großen Tempel zurück. Ich legte meinen physischen Körper ab und betrat das Grau. Doch die sture Minerva und der närrische Jupiter entdeckten mich und versiegelten den Tempel. Eingeschlossen wartete ich, bis mir eure Technologie eine Rückkehr ermöglichen würde. Das Warten hat nun fast ein Ende. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn Juno irgendwie zurückkommt. Die ist ja im Assassin's Creed 3 sozusagen aus ihrem Tempel befreit worden durch uns. Hat ja da irgendwas gemacht, dass wir dann nicht diesen Sonnenuntergang hatten. Und dann ja, hat man sie in vier in den Abstergo-Servern gesehen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, wenn die jetzt so fast wieder da ist. Naja. Wer weiß. Stopp, hier unten ist eine Kiste. Zack. Eine erste Weltkriegskiste. So. Dolman und Co. Sagt mir jetzt nichts. Ja. Was hast du mir zu sagen, Churchill? Oder? Eine der Spioninnen tarnt sich wohl als Schwester in einer Einrichtung in der Nähe. Sie hat Blutproben in seltsam anmutende Würfel abgefüllt und diese an einen unbekannten Komplizen ausgehändigt. Vielleicht gelingt es ihnen ja, ein verdächtiges Treffen zu beobachten. Viel Glück. Diese Blutproben und diese Würfel, die kennen wir ja schon aus Rogue. Und aus Assassin's Creed 4. Was war denn das jetzt?
Uns beide töten. So. Und sie lachte komisch. Just let me go. I'll do whatever you want. Lesen. Ah, ne, die Kiste hole ich mir später. Da ist ein Eindringling! Alarm! Mist! Was habe ich getan? Bin auf dem Weg! Mist, ich muss ja noch die Schwester in die Leichenhalle bringen. Ah, nein, muss ich gar nicht. Gut, gut. Ich habe einen Schnittergürtel bekommen. Okay. Wir müssen keine Feinde sein. Ich beabsichtige, euer Zeitalter in etwas Größeres zu verwandeln, als ihr es euch derzeit vorstellen könnt. Das klingt nie sehr gut, muss ich sagen. So. Haben wir damit... Eine Spionenaktivität fehlt noch. Welche ist das? Oder? Eigentlich habe ich damit alles gemacht. Doch, da oben. Guck mal. Der Meisterspion. Die muss ich noch machen. Aber die mache ich beim nächsten Mal. Und bis dahin sage ich, haut rein.